10 Monate ohne Geld, die deutsche Rentenversicherung drängt unseren Mandanten bis kurz vor den Ruin. Guten Tag, mein Name ist Frank Weise, ich bin Rentenberater bei rentenbescheid24.de und verantwortlich für den Bereich Erwerbsminderungsrente. Unser konkreter Fall: Als Unfallfolge erhielt ein Mandant eine 3 Jahre befristete Erwerbsminderungsrente. Anfang des Jahres stellte er den Neuantrag, wurde monatelang trotz 14-tägiger Anrufe vertröstet, bis plötzlich eine Mitteilung der deutschen Rentenversicherung kam. Gutachten, Termin, Kardiologie leider erst in 5 Monaten nach Ablauf der Rente möglich. Unser Mandant hat einen hohen Pflegegrad, vielfältige internistische Erkrankungen, in den letzten 3 Jahren 10-mal als Notfall im Krankenhaus. Die Anfrage der Angehörigen an die deutsche Rentenversicherung: Leute, könnt ihr da nicht das ein bisschen beschleunigen? Der Mann braucht doch seine Rente, sein Geld. Gab es plötzlich wieder eine Mitteilung. Ein Gutachten Neurologie, Psychiatrie wurde anberaumt, das etwa natürlich aufgrund der geringen Kapazitäten erst in ca. 8-9 Monaten stattfinden kann. Der Mandant bzw. die Angehörige wandten sich mit Hilfe in dieser Notlage an uns. Aus unserer Sicht kein Einzelfall. Ja? Wir haben in diesem Fall Widerspruch eingelegt, damit er während des laufenden Widerspruchsverfahrens seine Leistung weiterbekommt. Steht im Sozialgesetzbuch. Wir kämpfen also verwaltungsgerecht, wir rechtlich bzw. mit gerichtlicher Hilfe gegen solche unhaltbaren Zustände. Aktuell ist der Fall offen. Wenn Sie Fragen zur Weitergewährung haben, bitte schreiben Sie uns eine Mail unter anfrage@rentenbescheid24.de oder besuchen unsere Seite rentenbescheid24. Vielen Dank, dass Sie uns folgen. Vielen Dank, dass Sie sich bei uns informieren. Ich wünsche Ihnen beste Gesundheit. Herzlichst, Ihr Frank Weise von rentenbescheid24.de.